Tonight marks the beginning of the cleansing. Tonight marks the rebirth of the authority. Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es darum gehen, wie ihr im Titel schon lesen könnt, welche Version von Rage 2 soll ich mir kaufen. Der Open World Ego-Shooter Rage 2 erscheint am 14. Mai 2019, das heißt in noch, Stand Video, gut eine Woche, anderthalb, für PlayStation 4, Xbox One und PC. Allerdings liefert Bethesda das Spiel in mehreren Editionen aus, die sich in Sachen Inhalt und Preis deutlich voneinander unterscheiden. In der normalen Edition haben wir keinerlei Extras, lediglich Vorbestellerinhalte. Das heißt, in dieser Version sind keine Boni enthalten. Wer Rage 2 allerdings vorbestellt, erhält Zugriff auf einen besonderen Nebenauftrag mit dem Titel Kult des Totengottes. In dieser Mission stößt Walker auf einen unheimlichen Kult von durchgedrehten Mutanten, wie so oft in dem Spiel. Und die haben aber die beten einen gewissen Nicholas Rain an. Falls ihr den ersten Teil von Rage kennt, wisst ihr, den kennen wir doch aus Teil 1. Als Belohnung für diese Mission winken eine besondere Rüstung, ein spezieller Monster-Truck-Mutanten-Skin und die Siedlerpistole aus dem ersten Rage. Diese Version erhaltet ihr für 60, 70, vielleicht auch schon 50 Euro, das ist ja von Händler zu Händler immer unterschiedlich. Wer sich dazu entscheidet, ein bisschen mehr Geld auszugeben, also ca. 80 bis 90 Euro, bekommt die Deluxe Edition. Diese umfasst zahlreiche Extras, darunter das Erwachen der Geister, eine bislang noch unbekannte Kampagnenerweiterung. Ebenfalls mit dabei die Big Fucking Gun aus Doom und Cheatcodes, mit denen ihr das Ödler nach Lust und Laune verwüsten könnt. Außerdem gibt es einen nicht näher definierten Fortschrittsbooster, eine Standarte für eure Karre und alle Vorbesteller-Extras. Für denselben Preis, aber bei einem anderen Händler, exklusiv bei GameStop, erhaltet ihr die physische Wingstick-Edition. Diese ist eben nur bei GameStop erhältlich und entspricht inhaltlich der Deluxe-Edition. Hier steckt allerdings noch ein Wingstick-Replikat in der Schachtel mit bei, was für sehr, sehr große Fans natürlich ziemlich interessant sein könnte. Wer noch mehr Geld ausgeben will, sage und schreibe 130 Euro plus minus, erhält die Collector's Edition. Diese Sammlerausgabe von Rage 2 ist, wie erwartet, das dickste und eben auch teuerste Paket. Das Highlight, was ich sehr, sehr cool finde, ist ein sprechender Kopf von Rukus der Brecher. Das ist ein Mutantenboss, den man im Spiel tötet. Dieser Plastikschädel verfügt über einen Bewegungssensor und soll laut Bethesda nicht nur sprechen, sondern sogar singen können. Ob das jetzt Spaß oder Folter ist, ist ganz eure Entscheidung. Zusätzlich stecken noch ein Poster und eine Steelbook-Hülle im Paket. Sämtliche Extras der Deluxe-Edition und der Vorbestellerinhalte sind natürlich auch enthalten. Und das waren sie, die Versionen von Rage 2. Für welche entscheidet ihr euch? Welche interessiert euch da am meisten? Meiner Meinung nach, ich wüsste selber nicht, was ich nehmen soll. Ich denke, mit der Deluxe-Edition macht man eigentlich nichts falsch, hat man eine gute Mischung, also eine gute Bonusinhalte und wer dann halt noch Sammlerstücke haben will, wie jetzt zum Beispiel diesen Kopf oder den Wingstick, der muss natürlich zu einer anderen Version greifen, aber muss halt auch deutlich mehr Geld ausgeben. Das heißt, das Einzige, was bei der Collector's Edition mit drin ist, für 50, 60 Euro mehr, also für ein neues Spiel nochmal zusätzlich drauf, ist halt dieser Kopf, ein Steelbook und ein Poster. Also man muss abwägen, ob das einen 50 Euro wert ist, dieser sprechende Kopf. Keine Ahnung, wie die Qualität von dem ist. Kann man erstmal nur erahnen oder muss man warten, bis erste YouTube-Videos dazu rauskommen, die den mal untersuchen. Ansonsten verabschiede ich mich. Welche Version kauft ihr euch? Bis dann und tschüss.